So, hallo und herzlich willkommen zurück. Und die Naniten wollen nicht. Und ich habe keine Ahnung, warum. Und es nervt. Metallgerüst im Computer, okay. Aber ich glaube, er packt hier schon alles rein, was er braucht, ne? Na, mal gucken, vielleicht schafft das ja. Das ist komisch, dass er fertig schweißen konnte. Ah, egal. Ich brauche jetzt erstmal Batterien. Hat mir gerade eingefallen. Das wäre super wichtig. Ja, und dann nehmen wir aber nicht die kleinen, weil wir wissen ja, die funktionieren eh nicht. Also nehmen wir einfach die großen. Bevor ich Stahlplatten, na egal. Was ist denn hier? Die nehmen wir auf jeden Fall mit. Sehr schön. Das hört sich fast so an, als. Aber ich glaube, die kommen eher zu mir, ne? Wegen meinem Energiemangel. Ja, die kommen zu mir. Schade. Ich dachte, die würden jetzt endlich mal hierher fliegen. Computerteile. Das ist ja wirklich nicht viel, was die dafür brauchen, ne? Sehr schön. Weil ich muss erst die fertig haben. Ansonsten macht es keinen Sinn, jetzt den Reaktor zu befüllen. Kennt man ja, ne? Weil ansonsten Reaktorkomponenten, da haben wir doch genug. Oh, ja, nee, das brauchen wir nicht. Irgendwie auch ein bisschen doof. Energiezellen. Da haben wir auch massig, ey. Krass. Hätte ich nicht erwartet, dass da so viel von da ist. Nicht genug, okay. Ah, zwei Stück fehlen, das ist nervig. Macht irgendwie nichts. Na egal. Egal, was soll's. Okay, das kann dann jetzt aufladen. Bitte, danke. Also wie gesagt, das wird wirklich nur ganz, ganz primitiv. Sehr schön, guck mal, das funktioniert alles hier. Also klar, ist noch nicht komplett. Okay. Ist schon mal fertig, sehr gut. Das ist halt wirklich nicht hübsch, ne? Müssen wir vielleicht noch was drumherum machen. Na, wobei es soll ja nur eine Rakete sein, die uns von A nach B bringt.
Oh Mann, ey. Momentan wird ja alles zum Corona-Hotspot. Das ist Wahnsinn, ey. Bin gespannt, wie es jetzt weitergeht Richtung Weihnachten. Auch schon oder nicht? Ne, noch nicht. Aber gut, dann haben wir diese Seite schon mal komplett fertig. Auch schön. Ach, wunderbar. Machen wir erstmal die andere Seite. Dann brauche ich ein bisschen mein Jetpack nicht benutzen. Okay, noch mehr. Krasser Kack. Ja gut, das hinten ist auch fertig. Yay. Na, mal gucken. Wahrscheinlich kriege ich diese Woche, wenn alles jetzt klappt, mein Auto nach 7 Monaten endlich wieder. Das ist Wahnsinn. 7 Monate. Was in der Zeit passiert ist, kurz vor Corona ging es in die Werkstatt und jetzt kriege ich es wohl wirklich bald wieder. Das ist ja Wahnsinn. Das ist so unvorstellbar irgendwie. Also jetzt auch für mich endlich mein Auto wieder zu haben. Ja, irgendwie schon. Wo sind denn die ganzen Computerteilchen? Oh, gibt keine Computerteilchen, ne? Das ist ja interessant. Einfach mal 200 machen. Ich hoffe, das reicht aus. Das sind schon ein paar, ne? 20 Stück. Wahnsinn. Ja, überall Computerteilchen. Okay. Yay, das sollte locker reichen. Wir müssen unten drunter ja auch noch welche montieren, damit wir es dann halt entsprechend schaffen, damit wir auch abheben können. Okay. Ja, mehr braucht's ja schon gar nicht, ne? Der Ladybug. Ich könnte mal gucken hier unten. Ich glaube, der bewegt sich aber gar nicht mehr. Ja, aber hat ja gut funktioniert bis dahin, ne? Jetzt müssen wir es halt nur leer machen irgendwie. Schade. Aber gut, manchmal ist es halt so, ne? Da lässt sich das nicht ändern. Jetzt bin ich nur im Überlegen, wie wir das am besten machen. Eigentlich wäre das Einfachste, jetzt ein großes Triebwerk dran zu hängen, ein normales. Und dann entsprechend das kurz anzuheben. Und dann die Hydrogensachen drunter zu packen. Wir müssen es eh rüberfliegen. Aber das ist nicht so einfach. Na, vielleicht sollten wir doch so einen Sauerstoffgenerator dran packen, dass wir mit ein bisschen Eis hier das selbstständig sich befüllen lassen können erstmal. Naja, ich überlege mir da noch was, aber können wir dann beim nächsten Mal drüber quatschen. Ich verabschiede mich. Wir sehen uns beim nächsten Mal ja dann hoffentlich wieder. Also in diesem Sinne, bis dahin, euer Mr. Zocker.